Guten Morgen, meine Kinder. Die denken, mit der Hundesteuer ist alles getan. Sehen Sie mal hier. Hier. Da, da. Die scheißen die ganze Stadt voll. Man weiß ja nicht, wie man sich wehren soll. Richtig grün. Sieht aus, als wenn er Gras gefressen hätte, was? Oder hier, fast schwarz. Der kriegt Rindfleisch. Frisch vom Schlachter, können Sie mal sehen. Wissen Sie was? Die Viecher gehören überhaupt nicht in der Stadt. Die gehören einfach ausgemerzt. Erschießen. Ja, oder vergiften. Vergiften ist noch besser. Wissen Sie, was am schnellsten geht? Chloralose. Kennen Sie Chloralose? Nee. Müssen ein bisschen Brot drin einweichen und dann hier aufs Pflasterbeutel oder hier. Verrecken im Nu. Wie heißt es euch? Herr Doktor! Wir wollen anfangen. Ist der Dr. Feininger heute da? Bedauere, Frau Müller-Padel, Dr. Feininger impft heute Kaninchen. Heute ist leider nur der Chef da. Moin, Carola. Morgen, Chef. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Krakeelt ihr immer noch? Nein. Aber er stiert immer noch rüber. Chef, wann ziehen wir denn endlich hier weg? Man müsste ihm einen Hund schenken. Bis jetzt fehlt ihm noch nichts. Noch nicht. Oh, guten Morgen. Morgen, Opa Roscoe. Haben Sie schon vermisst? Ja, wir haben Sie alle nicht leicht. Ne? Entschuldigen Sie, das war ja. Danke Ihnen für das. Komm, komm. Doch neu. Feiner Kerl. Was fehlt ihm denn? Bis jetzt noch nicht. Moin. Moin. Wer blutet hier? Ja, das bin ich. Sie? Ich dachte, der Hund. Ja. Oh. Ich kenne dich doch. Komm gleich. Moin. Komm. Wissen Sie, Herr Doktor, das ist nämlich so, ich... Komm mal her, Ashley. Zeig mal deine Pfote. Sie können sich noch an ihn erinnern, nicht? Ach du meine Güte. Mein Gott, was bist du gelaufen? Hm? Der braucht doch Auslauf. Der wird mir sonst zu dick. Und der Hund ist auf Beton gelaufen, und zwar sehr lange. Beton? Ich jogge, also ich laufe gern. Aha. Und dann nehme ich ihn immer mit. Wie schön. Wo wohnen Sie denn? Im Lochviertel. Ja, im Loch. Da laufen Sie stundenlang um den Block. Hm? Das ist übrigens auch gar nicht gut für Ihre Wirbelsäule. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie sind mit dem Fahrrad immer um den Block gefahren. Und das mindestens jeden zweiten Tag. Wir sind doch alle vier Sohlen durch. Sie wollten was tun für Ihren Kreislauf. Womöglich ein Rad mit Gangschalter, was? Das ist ein ganz normales Tourenrad mit dem... Welche Praxis? Feininger, er ist draußen in der Orangesiedlung und impft. Also wie lange denn noch? Er ist gleich durch, ob er reinkommen soll. Ist der schon durch? Mein Gott, da muss ja die Kanüle glühen. Jürgen! Ja, du musst von mir aus nicht mehr reinkommen. Nein, hier geht alles sehr gut. Ja, kann man sagen.
Das heißt, du könntest mal bei Bülows vorbeigehen, in der Lassanstraße. Das ist doch nicht weit ab. Ja, der Riesenschnauzer, den wir mal operiert haben, genau der. Die Frau kann nicht, das Kind ist krank und der Mann ist im Ausland und das ist alles Mögliche. Ja? Guck mal. Ist gut. Bis dann. Carola, rufen Sie doch mal bei Bülows an. Und sagen Sie, unser schneller Feininger kommt vorbei. Die sind doch so schreckhaft. Ja, doch. Guten Tag, mein Name ist Feininger. Einen Moment bitte. Bülow? Ja, ja, der ist eben gekommen. Ich danke Ihnen vielmals. Danke, danke. Bitte. Na, wo ist denn das Kaninchen? Auf, Verzeihung. Seit Tagen impfe ich Kaninchen. Ich wollte sagen, wo ist denn der Hund? Sie meinen Blackie? Ja, ich meine Blackie. Vor 4 Tagen war die Operation, nicht wahr? Ja, ja. Bitte, kommen Sie. Sie entschuldigen, ich kenne nur Dr. Butzke. Ach, Sie erinnern sich nicht, dass ich der Operation beiwohnte? Kommen Sie. Ja. Hier, bitte. Na, Blackie, sind wir beim Berg? Na, und du? Auch krank? Ich passe auf. Na, das ist doch aber schön. Blackie ist damals angefahren worden, nicht wahr? Ja, es war furchtbar. Ja, ja, vergessen Sie es. Er wird wieder. Es muss nur noch heilen. Wissen Sie, mein Sohn hängt ja so an ihm. Ich glaube, das mit Blackie, das ist ihm auf den Magen geschlagen, nicht wahr? Ich habe schon nach einem Arzt geschickt. Ich dachte schon, Sie sind es. Er ist nicht. Wer? Mein Sohn. Was? Stellen Sie sich vor, er hält die ganze Nacht die Hand auf dem Tier. Damit es besser heilt, nicht wahr, Hans-Jörg? Ja. Na, das ist doch schön. Ja, und der Blackie, der will aus dem Arbeitszimmer meines Mannes gar nicht mehr raus. Wissen Sie, mein Mann, der ist Mineraloge. Er ist zurzeit auf einem Kongress in Samarkand. Die Operation, die hat er noch mitgemacht, aber dann muss er fahren. Tja, dann liegen sie beide da. Hast du Bauchschmerzen? Nein. Na, aber austreten musst du. Also, ich werde jetzt bei Blackie den Verband wechseln und du gehst inzwischen mal pullern. Ausnahmsweise mal auf den Topf, hm? Haben Sie einen Nachttopf? Ja. Ja, ja, natürlich. Komm. Und los, hopp! Ja. Also, Blackie, dann wollen wir mal. So, alles in Ordnung. Das wird schnell verheilen. Geben Sie ihm das, aber vorher in Wasser auflösen. Ja, danke schön, Herr Doktor. Na, und du? Steh mal auf. Also, nichts mit Magen. Bei einer Kuh würde ich sagen Blasenentzündung, eindeutig. Du läufst so viel barfuß rum, was? Aber warten wir ab, was der richtige Arzt sagt. Wiedersehen. Wiedersehen. Den müssen Sie schon nach Hause tragen. Was macht das? Das macht 28 Mark. 30, stimmt so. Mit einem Windhund muss man rausfahren, in den Wald oder aufs Feld. Oder sich gar keinen erst anschaffen. Alles in der Wohnung. Fernseher holt die Welt in die Stube, der Hund die Natur. Und wenn die Kinder aus der Schule kommen, erzählen sie euch, wie das Leben draußen aussieht. Na komm. Komm, oh, tut dir nicht weh, Bob. Ja, guck dir die arme Zähne an. Wiedersehen, danke. Ja. Thank you.
großartig. Ja, vielen Dank. Ist sehr interessant. Ja, was kann ich für Sie tun? Die lag am See. Der Flügel ist gebrochen. Ey, lass mal los. Weiß ich nicht, wie man das schienen soll. Das muss doch geschienen werden, oder? Das war mal vom Pergamon. Müsste eigentlich passen. Ja, ja, Carola. Wer war denn nicht? Nicht doch, dafür bin ich doch da. Ist kein dünner Stuhl, wa? Auch so ein bisschen jährig. Fast ein bisschen schäumig. Das könnte die Janne sein. Meinst du? Ja. Schönen Dank. Aber das ist doch nicht nötig. Dankeschön. Frau Schnee. Sieht sie nicht wieder feudal aus heute? Ach, und der Schal, wie er den Schababan im Hals umhüllt. Nicht doch, Helmut, vor allen Leuten hier. Ich fahre rüber zum Tierheim. Liegt irgendwas an? Nicht, dass ich wüsste. Der schöne Helmut, so wird er genannt. Und wenn es einen Film drehen, wo Tiere drin sind, dann ist er dran. Er hat schon auch selber mitgespielt, früher. Ja, das dauert. Das Mädel hatte doch gar nichts mit. Lässt die sich selbst behandeln? Das dauert aber wirklich lange. Ich muss zur Schicht. Dann geh doch zu Schulzen in die Schliemannstraße. Was ist Kaloppi? Da will aber keiner. Was? Was hat er denn? Naja, machen Sie mal weiter, nicht halt. Sie müssen aber noch mal wiederkommen. Klar. Ja, und wann ist das möglich? Geht immer. Wieso, arbeiten Sie nicht? Doch, aber ich kann mir das einteilen. Das ist ja die Arbeit, die ich suche. Wo arbeiten Sie denn? Auf dem Friedhof. Wie denn das? Stört Sie das? Was kostet das? Und Mike? Kleintierpraxis? Ein Hund ist gebissen worden. Von wem? Von wem? Von einem Hund. Herbringen. Können Sie ihn herbringen? Die trauen sich nicht. Helmut, wo ist denn das passiert? Frau Schneeball! Ich verstehe. Vom Bullterrier. Na, warten Sie, es kommt jemand, holt ihn ab. Ja. Kleintierpraxis? Nein, Dr. Feininger impft heute Kaninchen, er ist erst morgen wieder da. Bitte sehr. Deshalb greifen Sie ja nicht so überhitzt zum Hörer. Hat er versprochen anzurufen? Hat er. Und warum macht das noch nicht? Er ist verheiratet, ich weiß. Da kann man nicht immer so, wie man möchte. Hauptsache ist doch, er taugt was. Hm? Sie wissen doch, die meisten Männer sind blöd. Ja, das weiß ich. Sehen Sie, und er ist es nicht. So sieht's nämlich aus. Na, Gott sei Dank. Und wo ist denn Helmut? Frau Schneeberg sucht ihn und er fährt dann gleich hin zum Auenweg. Sagen Sie ihm, ob das vielleicht wieder dieser... Ach, das kann ich mir nicht vorstellen. Hieß der nicht Etzel? Was ist er eigentlich vom Beruf, wenn man fragen darf? Wer? Na, der, dessen Anruf wir so sehnsüchtig erwarten. Historiker. Also, Historiker-Dozent. Ja. Kommen Sie bitte. Wir haben uns zur Kastration entschlossen.
Gratuliere. Butzke, mein Name. Carpentin, mein Mann. Angenehm. Und wer soll nun kastriert werden? Ja, Sie haben sich, sagten Sie, doch zur Kastration entschlossen. Ach, Doktor, diesen Humor habe ich nicht erwartet, aber er ist mir recht. Er ist mir recht. Ich finde es schön, wenn Menschen Humor haben. Nein, es geht um Willi. Lassen Sie ihn mal runter. Ein schönes Tier. Gewiss. Aber er streunt sowas von ihm her. Tagelang wissen wir überhaupt nicht, wo er sich aufhält. Nicht wahr, Konrad? Ja, selbstverständlich. Na ja, und hinzu kommt... Ja? Er stinkt dann immer ganz fürchterlich. Es ist ein wunderbares Tier. Wir lieben ihn sehr. Aber er ist zu stark veranlagt. Das sieht man ja. Woran sehen Sie das? Ich sehe das. Wir haben ihn so gern, Herr Doktor. Aber wenn dann die ganze Wohnung stinkt, nicht wahr, Konrad? Selbstverständlich. Auf dich fällt es ja auch nicht zurück, wenn mal Besuch kommt und sich unangenehm berührt fühlt. So ist es doch, Herr Doktor, nicht wahr? Der Geruch ist peinlich. Ist peinlich, ja. Ist peinlich. Tja. Wenn er stinkt. Wenn er stinkt. Ja, wenn er stinkt. Ich kann diese Herumtreiberei ja nicht einfach so hinnehmen. Stehe ich denn da, tagelang weg? Wann kommt er zurück? Kommt er überhaupt zurück? So schlimm war es ja nicht. War es nicht? Nein, war es nicht. Was bitte? Na, dieses liederliche Leben, diese Unzuverlässigkeit, diese Unruhe. Man schämt sich ja. Man schämt sich. Natürlich, man schämt sich, man schämt sich. Ja, ist ja klar, dass du ihn verteidigst. Es wundert mich nicht, du bist ja auch nicht anders. Also offen gesagt, Herr Doktor, leidet so ein Tier nach einem solchen Eingriff? Worunter ich leide, danach fragst du nicht. Wie meinen Sie das, Herr Carpentin? Der Kater tut ja erst einmal nichts Unrechtes. Wollen Sie darauf hinaus? Ja, sind Sie genau da. Genau da liegt für mich das Problem. Ich schließe mich den Sorgen meiner Frau voll und ganz an. Ich will nur Wissen verlöschen mit dem Eingriff. Auch jegliche Erinnerungen. Also, das habe ich jetzt nicht verstanden. Und schauen Sie, der Willi lebt in einer Gegend, wo es von herrlichen Katzen nur so wimmelt. Womit das da zu tun hat, ist alles andere als Eintönigkeit. Nicht weit von uns, das Betriebsgelände, der alte Hof mit zig alten Maschinenteilen. Also, was sich da nachts abspielt, ist nicht zu beschreiben. Eine so schön wie die andere und edel gewachsen zum Teil und wild. Oh ja, 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 wild. Einmal, als ich ihn suchen ging, da kam mir so einer entgegen. Also, lieber Doktor, Augen wie ein Ozean, Beine wie Marlene Dietrich. Ein so geschmeidigen Gangart, hat nur noch Musik gefehlt. Ja, das kennt er doch. Das ist seine Welt. Verschwindet die nun auch aus seinem Bewusstsein? Das wollte ich wissen. Jedes Tier hat sein Eigenleben. So, der Kater kann machen, was er will. Er hat sein Eigenleben, er ist ein freier Mensch. Weiß man gar nicht, was er einem ins Haus schleppt. Kann doch sonst was sein. Du übertreibst jetzt aber. So. Ich übertreibe. Weil ich noch sowas wie Gefühl im Leibe habe. Aber das verstehst du nicht. Das ist so lange her. Um auf Ihre Frage zurückzukommen, Herr Carpentin. Ja. Das, wie soll ich sagen, Bedürfnis verschwindet natürlich nicht völlig. Es bleibt ja ein männliches Tier. Und es erinnert sich auch. Das brauchen Sie meinem Mann nicht zu erklären. Das weiß er. Darauf ist Verlass. Das wird jetzt peinlich. Entschuldigen Sie. Peinlich? Auf einmal. Das hättest du dir früher überlegen müssen.
in all den Jahren, als ich immer wieder gesagt habe, was soll denn das eigentlich werden? Du sprichst nicht mehr mit mir. Wenn mal Besuch kommt, dann hast du ständig Angst, dass ich was verkehrt sage. Ich habe auch mein eigenes Leben. Ich mach gern alles für dich. Ich mach deine Wäsche, ich kaufe ein, ich schleppe Taschen und Netze, ich lass dich in Ruhe, wenn du mal liest. Ich mache alle Abrechnungen, Licht, Gas, Steuer und so weiter. Aber ich brauche auch Zärtlichkeit. Du gibst mir ja nicht mal einen Kuss, wenn du von der Arbeit kommst. Entschuldige, Mann, ich habe dergleichen überhaupt erst eingeführt in unserer Ehe. Und wieder abgeschafft. Ja. Vor 4 Jahren das letzte Mal. Seitdem bin ich sicher, lebst du ganz woanders. Tulla, wer kommt denn und lenkt ein und will dich umarmen? Das bin doch ich, ja, nicht du. Ja, nicht du. Seitdem du ein schlechtes Gewissen hast. Ja, seitdem kommst du und willst dich vertragen. Du denkst, ich merke das nicht. Oh, ich weiß Bescheid, ich kenne dich. Ja, wenn du dich aufspielst, dann ist alles in Ordnung. Das ist deine Natur, da bist du krakelig. Aber wenn du einlenken willst, da ist was im Busch. Da hast du Angst, da bist du auf Abwägen. Und dann möchtest du dein schönes, bequemes Zuhause nicht verlieren. Du bist ja kein Haus. Dir geht es ja gut. Dort die Erlebnisse, die lustigen und lebensfrohen. Und hier das solide, sichere Heim. Und deshalb soll der Kater kastriert werden, um ein Signal zu setzen. Ach, was hat denn das damit? Entschuldigen Sie. Mein Mann, diese Frau, solange ich bei ihr lebe, will, dass ich mich schuldig fühle. Sie opfert sich bei jedem Schritt, bei jedem Abfasch, bei jedem Kuss, bei jedem Wort. Alles ist ja so wahnsinnig schwer, so wahnsinnig schwer. Und ich ehrlich gesagt, ich gehe unter in Arbeit. Ich racke und ich halte den Mund. Ja, ich schäme mich aber, ob ich überhaupt noch da bin. Irgendwas treibt dich und treibt dich, hat dich immer getrieben. Das bestreite ich überhaupt nicht, bestreite ich ja gar nicht. Aber es ist lange her. Ich meine, da bin ich dann und wann mal in den einen oder anderen Konflikt geraten. Das Leben in unserer Ehe war nach kurzer Zeit die reinste Eintönigkeit. Wir sprachen fast nur noch über den täglichen Kleinkram, die Wäsche, die Reparaturen, das Bord, das in die Küche soll, Benzinverbrauch, Katzenfutter, Katzenmilch, Katzendreck, Katzenecke, Katzenscheiße. Ich dachte, da kommt nichts mehr aus. Ja, das war's dann wohl, mein Junge. Ja. Ja, und da war ich in Not. In Not. Aber dann habe ich mich anders entschieden. Vor 5 Jahren endgültig. Ich bleibe. Aber das half mir nun auch nichts mehr. Du hattest ja dein Thema. Und der Kater, der Doktor, der Willi. Das ist das Merkwürdige. Seitdem der spürte, ja, dass hier nichts mehr läuft. Seitdem richtete sich sein Interesse auf die lebendige Außenwelt. Klassische Formulierung. Lebendige Außenwelt. Wie sich das anhört. Ja, wie hört sich denn das an? Das ist doch was Lebendiges. Etwas Quirlendes. Ich glaube, Herr Carpentin, ich weiß jetzt, was Sie meinen. Sehen Sie, er ist ja durchaus dafür, dass sich nunmehr auch der Kater die Abenteuer verkneift. Schluss damit, einmal muss er alles ein Ende haben. Die Frage ist nur, wird er die farbige Vergangenheit auch im Gedächtnis behalten? Denn die, so meint ihr Mann, darf ihm niemand nehmen. Ich habe doch nichts gegen den Kater. Ich habe ihn doch sehr gern. So, wie er ist. Kleintierpraxis? Frau Wilhelm, sie will den Hund töten lassen. Gehen Sie her. Frau Wilhelm? Ja, Sie brauchen mir nichts zu erklären, Frau Wilhelm. Ich weiß, wie schwer Ihnen dieser Entschluss gefallen ist. Ja. Ja, das ist richtig. Das ist kein Leben, das Ihr Hund führt, das ist Quälerei. Ja, kommen Sie morgen früh, sagen wir so gegen 10. Sie müssen nicht warten. Auf Wiedersehen. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Das ist doch heute auch nicht von dieser Welt, hm? Ich hab doch Ohrenschmerzen. Ach so. Ja, der reicht sich doch allerdings so lange mit dem Pfote in das Ohr. So? Mein Gott, was ist das Ohr?
Können Sie mal nachsehen, ginge das? Sicher. Na klar, da ist was. Und wissen Sie, was da drin sind? Grannen. Die hat das sich eingefangen, Doktor, zieht sie wieder raus, wa? Das ist jetzt noch nicht so schlimm. Frau Stegold, kommen Sie mal. Wollen Sie vielleicht die Treppe hier mal wischen, wie die aussieht? Mann, sieht die aus. Na, da bin ich doch schon drüber, bin ich da. Wie viele Tiere haben Sie denn schon wieder behandelt? Keine, ich schwör's. Sie wissen, was passiert, wenn der Chef noch ein einziges Mal was mitkriegt. Weiß ich doch. Um Himmels Willen, ich misch mir doch da nicht ein. Ich tue den Leuten nur manchmal die Zeit vertreiben. Das dauert ja immer länger. Was hast denn du da? Das ist dringend. Na komm. Haben Sie beide jemals so offene Gespräche geführt? Ach, das gehört ja alles gar nicht hierher. Das gehört natürlich hierher. Ich sehe so ein Tier nicht isoliert. Mich interessieren schon die Umstände, unter denen so ein Tier lebt. Tja, was machen wir denn mit dir, mein Junge? Entschuldigung, Chef, es ist wirklich dringend. Ja, dringend. So? Wie heißt du denn? Jana Ringfeil. Mhm. Was hat sie denn, Jana? Ich weiß nicht. Ist sie krank? Noch nicht. Ich wollte ja auch nur fragen. Ich muss wissen, ob sie sich ansteckt. Bei uns sind nämlich alle krank zu Hause. Grippe. Nun habe ich Angst, dass sie sich ansteckt. Ich meine, mir geht's ja noch einigermaßen. Aber habe ich nicht Bazillen? Nachher stirbt sie noch. Die ist doch sowas nicht gewöhnt, habe ich mir gedacht. Die hustet nämlich auch schon. Natürlich leise. Ist ja gar nicht so abwegig, was du da sagst. Sieh mal die Augen. Triefen wirklich ein bisschen. Na Gott sei Dank. Wieso denn das? Na, dass ich gekommen bin. Ich hatte solche Angst. Das habe ich gesehen. Keine Angst haben nur die Dummen. Jetzt geben wir erst mal eine vorbeugende Spritze. Das macht Carola. Hm? Entschuldigen Sie. Ein Tier ist wie jedes andere. Du kannst ja mit ein bisschen Kamillentee Augen und Nase waschen. Wirklich? Ja, natürlich. Na, was gibt's denn noch? Ich hab noch eine Frage. Ja? Kann ich den mal streicheln? Aber natürlich. Der steckt sich nicht so leicht an, sonst wäre der schon längst. So, nun komm, Jana, wir haben wirklich wenig Zeit. Ich habe noch eine Frage. Ja? Ich möchte nämlich gerne etwas wissen. Na, schieß los. Ich habe nämlich etwas gehört und ich möchte einfach wissen, ob das stimmt. Na, was hast du denn gehört? Ist das wahr, dass Schildkröten nachts ihren Panzer verlassen? Wie? Ich habe gehört, dass sie nachts, wenn wir alle schlafen, heimlich aus ihrem Panzer herauskriechen und sich völlig frei bewegen. Aha. Bevor wir dann morgens aufwachen, schlüpfen sie schnell in ihren Panzer zurück. Und darum wissen wir es nicht. Ja, ist ja klar. Sie sind doch Tierarzt. Ja, das bin ich. Sie wissen es bestimmt. Na ja, das heißt, ich habe auch schon davon gehört. Onkel Hubert hat es erzählt. Aber es geht nur, wenn die Menschen tief schlafen und es nicht sehen. Das stimmt. Aber nicht alle, weißt du? Nur wenige, einige, wenige. Und auch nicht in allen Nächten, sondern nur in ganz bestimmten Nächten. In welchen denn? Tja. Ob meine mit dazugehört? Tja, es tut mir leid, das weiß ich nun jetzt auch nicht. Weißt du, die Tierärzte sind sich ja in dieser Frage überhaupt noch nicht einig. Da müssen sie erst noch Versuche machen. Aber es darf doch keiner sehen. Na ja, eben. Deine sieht ja fast so aus. Wirklich? So, nun raus mit dir. Danke. Keine Ursache.
Sagen Sie mal, Herr Doktor, was Sie dem Mädel da erzählt haben, das stimmt doch einfach gar nicht. Wie können Sie denn als Tierarzt... Ja, gewiss doch. Gewiss. Aber das Schildkrötenwachs in den Panzer verlassen, finde ich doch wunderbar. Oder darf man das nicht? Was wäre das für ein Leben, wenn wir uns nicht vorstellen könnten, dass Schildkröten nachts ihren Panzer verlassen? Und leben. Einfach leben. Wie Sie das sagen? Man ist ja so blöd. Ach, du lieber Himmel. Gleich operieren. Carola, Kompresse. Und der Kater? Tja. Dauert jetzt ein Weilchen. Der Chef operiert selber, da braucht er jetzt viel Ruhe. Ja, und was wird aus uns? Unser Hannibal hat Ohrenschmerzen. Ja, auf beiden Seiten. Es sind Krallen drin. Ach, das hat die Frau Schneeball erzählt, was? Na, zeigen Sie mal hier. Ja, Sie reicht, hat Sie recht. Wissen Sie was, kommt Sie doch morgen schon. Gegen 11, ich merke Sie vor. Ich gebe Ihnen jetzt ein paar Tropfen mit, dann hält er das schon bis morgen. Das tut doch aber weh. Das hält der durch, glauben ja? Sie mir. Oh, ich hab Zeit. Der kam rausgeschossen, dieser... Bullterrier. Ja, der kam rausgeschossen, als wäre es eine Dampflok auf geradem Weg, ohne Krümmung, durch mein Fahrrad durch, sage ich Ihnen, als wäre es nicht vorhanden, das ist doch Wahnsinn. Ja, und dann dieser... Clavon. Ja, der saß im Auto, wollte vom Grundstück fahren. Die Tür stand einen Moment offen und schon ist die Bestie raus. So, Herr... Zinke. Herr Zinke, Sie setzen sich am besten dort in die Ecke. Besser wäre noch, Sie gingen spazieren. Ja, also... Wenn ich bleiben darf, bleibe ich. Ich gucke auch nicht hin. Ich will das ja gar nicht sehen. Aber mal ehrlich, es kann auch Feierabend sein. Das könnte ich mir nie verzeihen, wenn ich in diesem letzten Augenblick nicht bei ihm war. Ich meine, Herr Doktor, so ist es doch. Wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, gehen Sie lieber spazieren. Bleibe ich erst recht. Carola, das wievielte Opfer ist das in diesem Jahr? Das zweite jetzt. Die Post war nicht mitgerechnet. Tja, dann. Das sieht ja aus. Schere, Pinzette. Wie gehen Sie schon ran? Ach, das muss nicht sein. Das entscheide ich. Ja, was denn heute noch? Naja, ich weiß nicht, ob ich... Natürlich, ab 7. Sie haben aber Nerven, Herr Doktor. Ach, Quatsch, Erfahrung, mein Lieber, vor allem schlechte. Das macht mich unschlagbar. Ja, ich weiß, ich war feige. Schon viele Jahre. Ja, mit allem einverstanden, nur um meine Ruhe zu haben. Wie die Idioten gelebt. Zeit vergeudet. Das hast du gemerkt, mein Lieber, ne? Das hast du gemerkt. Nun müssen wir sehen, mein Kleiner. Nun müssen wir sehen. Was sind Sie denn vom Beruf, Herr Zinke? Autoschlosser. Übrigens gleich nebenan. Und warum habe ich Sie hier noch nie gesehen? Wissen Sie, es war noch nichts.
Ja, was ist denn nun? Ja, wenn er wieder zu sich kommt, muss es nur noch abheilen. Wo hat er eigentlich seine Staubeimpfung bekommen? Also gut, ich war vorher woanders. Bei Schulze in der Schliemannstraße. Aber als ich da heute anrief... Der Schulze ist ein sehr guter Mann. Da sind wir uns hoffentlich einig. Ja, ja, sind wir, Doktor. Ich mache uns einen Kaffee, ja? Ja, brauchen die das, dann schwören Sie ab. Ja. Also dieser Clavon mit diesem... Bullterrier. Ja, das ist ein schlimmes Tier. Wie kann dieser Mann zulassen, dass diese Bestie auf andere losgeht? Wissen Sie, was in der Körungsurkunde von meinem Spanier steht? Spanier? Ja, das sage ich doch. Bei meinem Spanier da steht, lieb im Wesen. Dann geht so ein Tier, ein richtiges Tier auf ihn los. Besitzer, der findet das womöglich noch großartig. Der sieht sich das mit an. Sieh, der hatte ja nicht mal Zeit für mich. Hat mir ihre Nummer gegeben und dann ab. Wo soll das hinführen, Herr Doktor? Die Menschen, anstatt selber was von sich zu verlangen, da schaffen sie sich ein Auto an. Oder einen Hund. Ja, dann geht sie los, die Protzerei. Ich seh's doch. Ich erlebe sie doch alle. Aber für Menschen sind wir ja nicht zuständig, Herr Zinke. Haben Sie es gehört? Na ja, wacht er wieder auf. Hätte ich gar nicht gedacht.